Wir hören immer gerne von anderen ein gutes Wort. Dazu verhilft vielleicht auch ein Büchlein oder eine kurze Ansprache im Radio gleich in der Morgenstunde. Selbst im heutigen Medienzeitalter senden und empfangen wir fast täglich Nachrichten mit guten Gedanken und Wünschen. Es gibt auch einige, die vor dem Spiegel stehen und sagen, du kannst es, du schaffst das, du bist gut und so weiter. Ja, wir brauchen ermunternde Worte und Gedanken. Es hilft uns, unseren Tag mit einem positiven Impuls und positiver Energie zu beginnen. Auch Jesus vermittelt durch seine Seligpreisungen diese positive Kraft. Sein Evangelium ist eigentlich ein harter Weg. Es fordert Menschen zur Umkehr und Veränderungen heraus. Gerade deshalb spricht er ihnen Mut zu und sagt ihnen, dass auch sie eine bessere Zukunft haben können. Er sagt den Menschen, auch sie können selig sein. Wenn wir aber die Seligpreisungen genau lesen, dann sehen wir, dass es manchmal schon wie ein Witz klingt. Denn nicht alle Gruppen, die Jesus in seiner Bergpredigt einbezieht, waren wirklich selige Menschen. Wer alles wird hier genannt? Schauen wir mal. Die Barmherzigen und die Sanftmütigen, die rein im Herzen sind, die Frieden stiften und die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, können wir noch zu den seligen Menschen rechnen. Aber die arm sind und die Trauernden, die sind bestimmt eine neue Zielgruppe Jesu. Jesus wusste, dass sie schwache Menschen sind und dass es unter ihnen nicht nur Fromme gibt. Aber auch diesen will er eine neue Perspektive schenken. Auch ihnen gehört das Reich Gottes. Ja, Jesus betrachtet die Seligkeit nicht wie wir und legt nicht unseren Maßstab an. Das ist die eigentliche Frohbotschaft der Seligpreisung. Wenn wir heute das Fest aller Heiligen feiern, denken wir meistens an die frommen und lebenstüchtigen Vorbilder in der Kirche, die uns im Glauben stärken und auch manchmal herausfordern. Aber die Kirche sagt, dazu gehören auch alle die unbekannten Menschen, die Gott in der Stille geliebt haben und für die göttlichen Werte alles bedeuteten. Solche haben vielleicht auch in unseren Familien und Dörfern gelebt, auch vor unseren Augen. Sie haben wohl anders gelebt, vielleicht waren sie niemals in der Kirche. Wer weiß, Jesus hatte eine
andere Vorstellung der Heiligkeit. Was sagt uns nun dieses heutige Fest? Er fragt uns, sprechen wir gute und ermunternde Worte? Schließen wir Menschen aus? Oder sind wir bereit, das Tor des Himmels und der Seligkeit für andere weit zu öffnen, um mit ihnen die Glückseligkeit Gottes gemeinsam zu erleben? Das ist eine Herausforderung. Aber das Evangelium Jesu will genau dies bewirken. Versuchen wir, mit unseren Worten und Beispielen Menschen zu stärken und somit viele Menschen in das Himmelreich und in die Glückseligkeit Gottes mitzunehmen. Gott segne uns und mache aus uns Menschen mit inspirierenden, glückselig machenden Gedanken. Amen.